Wir haben hier Schlägertopfgeschwindigkeit von deinem eigenen bei 88,2 Meilen. Du schwingst jetzt nicht schneller mit unserem, nur die Ballgeschwindigkeit durch den Kopf bedingt, die steigt ein bisschen an. Und durch diesen leichten Anstieg und den Spin hier fast halbiert, das ergibt halt dann einfach 11 Meter mehr Carry und im Schnitt gut 20 Meter mehr Gesamtlänge. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt würde ich nur mal ganz gerne auch bei dem Kopf bleiben, wir mal. Ganz genau. Genau so stelle ich mir das vor. Wir sind vom Gewicht her, vom Gesamtgewicht des Schlägers ein bisschen einheitlicher geworden. Das heißt, wir haben nicht mehr so, dass wir mehr den Schaft des Gewichts haben oder mehr den Kopf, sondern es ist ein bisschen homogener. Und das tut auch lustigerweise der Bewegung ganz gut, weil wenn du da ein bisschen was Einheitlicheres, Schweres hast, merkst du, ah, da ist der Schläger, jetzt kann ich den kommen lassen. Wenn du nicht spürst, wo sich der Schläger aufhält, dann ist halt mal schnell solche Sachen da unterwegs. Ne? Okay, Gregor. Ja, perfekt. Herzlichen Dank. Danke. Hat Spaß gemacht. Danke, ich auch. Ja, mir auch. Dankeschön.